Hi Leute und willkommen zurück zu Baphomets Fluch im Director's Cut. Wir sind ja zum Anwesen gekommen, im vorletzten Part glaube ich war es, und haben im letzten dann die Kerze abgefackelt und haben jetzt einen blöden verbrannten Stofffetzen. Aber wir haben auch einen Schlüssel bekommen aus Stein und leider fehlt uns eine Wünscheroute. Ich habe noch die Hoffnung jetzt bei den Hunden irgendwas zu finden, keine Ahnung, weil Hunde gerne mit Stöckern spielen und so. Vielleicht hilft es ja, aber gib mir doch einfach irgendwas. Geht die ablenken im Spiegel oder so? Nee. Nee. Und den Schlüssel? Nein. Ach, Manno. Vielleicht mögen sie das hier riechen. Das Ablenkung, ne. Zieh vielleicht so eine blöde Wünschelrute noch. Wenn nicht, werden wir einfach abhauen. Wir müssen ja wahrscheinlich dann später hierher oder so. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Hier ist doch noch Holz. Bitte begeben Sie sich. Keine Wünschelrute. Ich schaue mich mal um. Nein. So, hast du hier vielleicht Holz? Holz, ja, aber keine Wünschelrute. Ach, Manno. Ne, keine Chance. Mann, okay, dann haben wir leider keine Chance mehr. Nur ein kleiner Nebenraum, wenn man... Na gut. Könnte auch zu den Hunden gehen mit der Rüstung. Wie wär's? Ich werde diese Rüstung nicht an... Ach, schade. So, er wird zwar nichts mehr sagen, aber ich werde ihn trotzdem mal anreden, damit wir wirklich sicher gehen können. Ansonsten hauen wir hier einfach ab. Hallo Lopez, haben Sie kurz... Aber... Ne. Okay, bis später, gut. Lopez. Adios, Senor Stobart. Ach, Manu. Auch eine Windschlucke. Wo kriegst du was her? Die Auffahrt runter zur... Ich möchte... Was? Die Auffahrt runter zur Hauptstraße. Ich möchte aber jetzt noch nicht gehen. Was? Wie? Du möchtest noch nicht gehen? Wir haben doch nichts mehr zu tun. Moment. Hä? Warum will er noch nicht abhauen? Das ist einfach nur ein Hinweis. So sieht also ein Haselnussstrauch aus. So an dem ganzen verdammten... Ja, vielleicht haben sie den Baum draufgepflanzt. So als Y, keine Ahnung, irgendwas. Hier, such was. Hallo, Lope. Aber... Nee, ich darf nichts mit ihm reden. Bis später, Lope. Adios. Ach, Manno. Okay, jetzt müssen wir es wirklich finden, weil wir dürfen nicht abhauen. Ah, der Hauptteil ärgerlich. Des Hauses ist schon alt, aber nicht so alt wie der Schlosstorteil. Das Schlosstorteil ist jünger. Nee, älter, so rum. Was kann ich hier tun? Spiegel? Nein. Hunde? Nein. Oh, ich weiß es nicht. Da muss doch irgendwer eine Info haben, oder nicht? Bitte bedienen Sie sich. Spiegel? Nein. Ich kann nicht mehr mit ihr reden, also. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Ist nichts. Kann ich irgendwo was raus basteln? Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich.
Schade. Ich schaue. Schade, schade. Na gut, dann ist hier leider nichts. Boah, was kann denn. Ich werde diese Rüstung nicht an. Ja, machen wir halt irgendwas anderes mit Rüstung. Warum kommt immer dieses Ziegengeräusch? Ich verstehe es nicht. Soll mich das daran erinnern, dass wir damit zur Ziege gekommen sind oder was? Gibt's doch nicht. Nein, keine Chance. Ach, ist mich hochgegangen. Mist. Geh doch einfach nach unten. Ich dachte, Lopez kommt jetzt rein oder sowas, aber es interessiert ihn einfach nicht. Oh, warte mal, was haben wir hier? Oder war es der Schlauch? Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Was? An dem Baum ist ein. Was? Oh mein Gott. Ah, nur weil ich nicht weg durfte, haben wir es gefunden. Der Baum hat. Na gut, er ist ja auch ein bisschen geformt, aber warum? Das ist sogar kein Haselnusszweig. Na egal, vielleicht tut's ja auch. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben einen Zweig gefunden. So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im 0, nichts gefunden haben. Zu 0,1 scheint das nicht zu sein. Er macht schon immer wieder andere Sachen und wir rennen hier immer noch rum. Wow. Das Ding ist kaputt. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lupus wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mägt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Das hat niemand gesehen? Wow. Der Löwenkopf. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen.
Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Aber wo sind die Einhörner? Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Wow. Glück gehabt. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Okay, gucken wir noch. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ich wünschte mir, Falsche Fährte? Was? Spiegel? Für hinleuchten vielleicht? Brauchen Licht auf jeden Fall. Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Okay, was soll es sein? Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Okay, also wieder hin. Da ich jetzt weiß, wonach ich suchen muss, finde ich es innerhalb weniger Sekunden. Und da ist sie, eine bearbeitete Öffnung. So glatt und perfekt, als wäre sie erst gestern gehauen worden. Moment, da passt doch dann bestimmt der Schlüssel zu. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Die Schalter dort bewegen die Wählscheiben. Oh, okay, im Dunkeln. So, Korinther 4. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Das Schloss springt wieder zurück und reißt mir fast die Finger ab. Jetzt muss ich wieder von vorn beginnen. Ach, die Jahreszahlen auf dem... Kann ich mir die Jahreszahlen irgendwo ansehen? Nee, ne? Hast du das irgendwo gemerkt? Paris Urlaub endlich, bla bla bla. Hat sich das irgendwo aufgeschrieben? Gefühle spielen, nette Bursche, Rechen, bla 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 bla. Paris Montfort, idiotischen Jongleur, bla. Ja, noch irgendwo. Geht mir zu weit. Da habe ich's. Hier, um die Außenseite in Schriften sind Zahlen. X, I, V. Links die Ziffern, das rechts die 3 und die 1. So wie die das am Boden. Unten sind 3 verschiedene, okay. Okay, um die Außenseite in Schriften standen oben die Zahlen 9. Und 27. 9, 27. XX IV war das, ne? Mist. Mist. Moment. Doch, XIV.
Ach, jetzt 2x gehabt gerade, oder? Ups, nein. X. Okay, das ist echt langsam. Ich höre, wie sich das Schloss bewegt. Entweder fällt mir das auf den Kopf oder die Wand. Okay, XIV. So. Dann haben wir XX und VII. XX, VII. Oh Gott, jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Ah, nee, das war doch richtig hier. Ah, ich habe es falsch rumgedreht. Ach, Mann. Oh. So, XXVII. Okay. Was ist das nächste? Links die Ziffer. Okay. VI und LXXXI. VI, LXXXI. VI, LXXI. LXXX. VI. So, VI. Machen wir einfach nur mal das. Ja. So, und jetzt brauchen wir L. LXXXI. Ah, natürlich unten. LXXXI. So. Hier kann ich nicht L. Ne, okay, passt. Okay, den haben wir auch. Dann die 3 und die 1. 3 und 1. Ups, falsch rum. Nein! Aha, falscher. Drei. Jetzt kommt die 1. So. So wie die XVII. Okay. XVII. So rum. Geht schneller. So, XVI. XII. So, X. Können wir den nochmal ganz komplett rumdrehen. Natürlich wieder auf der anderen Seite. Und XII war das, oder was? Ja, okay. Bestätigen. Das letzte ist jetzt XXV. XXV. Gut, dass man es nachschlagen kann. XXV. So. Die werden wir nachgucken. XXV, ja. Gut. Bestätigen. Oh ja, dafür gibt's hoffentlich Bonuspunkte. Ich wusste, dass ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlassen kann. Sehr schön. Gut, dass er sich das aufgeschrieben hat. Oh. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Das waren die Kinder. Die hat noch diese... Das Ersatzfigürchen brauchen sie nicht mehr, Gräfin. Ja, die hatten das... Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Wie stumpf ihr das einfach gibt, so hier bei den Kindern gefunden. Wow. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Das war vor allem ehrlich. Was? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Ja, ich weiß.
Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber sie tut's bestimmt gleich. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Caesar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Caesar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens White. Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Ich kann nicht mitkommen. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen, Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Okay. Aha, hier geht's jetzt weiter. Gut, dann können wir hier auch mal direkt beenden. Wir sind in einem Zug und auf dem Weg nach Schottland. Na gut, wir machen ja erstmal Schluss dann für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.